Ja, vielen Dank für die Einladung, ebenso für die nette Begrüßung. Und ich freue mich, da und dort auch bekannte Gesichter zu sehen. Und schön, dass Sie sich heute Abend auf den Weg gemacht haben und wir jetzt hier die Zeit miteinander sind. Und als du gerade so auch von deiner Familiengeschichte erzähltest, Michael, habe ich so gedacht, das ist ja ein Wunder, ja, dass wir heute als Nachkommen von Tätern und Nachkommen von Opfern gemeinsam hier sitzen können und letztendlich auch gemeinsam den Herrn Jesus bekennen können als Messias und letztendlich auch diesen Kreislauf durchbrechen konnten. Ja? Und ich denke, das ist wirklich auch ein Wunder. Ja? Ich kann nicht so weit zurückblicken im Blick auf meine Familiengeschichte. Alle miteinander in Osteuropa beheimatet gewesen, aber leider alle miteinander umgekommen. Da hat leider keiner, außer eben meine Eltern und noch eine Oma, überlebt. Aus der litauischen Linie, von der polnischen Linie hat kein einziger überlebt. Mein Vater selbst, Auschwitz-Überlebender. Und eine große Familie, die umgekommen sind. Ich habe mal den Ehrgeiz gehabt, herauszufinden, die Geburtsdaten da und dort. Und leider ist da nicht viel erhalten geblieben. Bis dahin, dass sie auch gottgläubige Menschen waren. Ja, mein Großvater war Rabbiner in Polen gewesen. Ja, und insofern auch Menschen gewesen, die in ihrem Leben Gott gesucht haben, mit Gott lebten. Und dass ich selbst Jesus als Messias kennengelernt habe, das ist ein Umstand, den ich mir eigentlich nicht ausgesucht habe. Da hat sich das Prophetenwort erfüllt: Gott sucht die, die nicht nach ihm fragen. Ja, ich wusste von klein auf, wer Gott ist, wer der Lebendige ist. Ja, vom Religionsunterricht, wir waren jüdische Gemeinschaft und so weiter. Selbstverständlich. Ja, ich hatte immer einen Respekt, eine Ehrfurcht vor dem Herrn gehabt. Ich wusste, er lebt, er existiert und insofern war es für mich selbstverständlich. Und zu den hohen Festen, Feiertagen sind wir ganz normal eben in die jüdische Gemeinde gegangen, in Gottesdienste gegangen, unsere Gemeinschaft. Sie können sich vorstellen, alles Leute aus Osteuropa, man lebt sehr eng miteinander und man war eine große Familie. Und es war eigentlich sehr, sehr schön, dennoch traumatische Verhältnisse. Manches Mal, wenn eben die Shoah wieder wach wurde, zum Thema wurde und jeder einzelne von ihnen Überlebende gewesen, aus Polen, aus Rumänien und dergleichen. Das prägt natürlich dann auch vor allem die Generation, der ich angehöre, ja, wenn man kein anderes Thema kannte und letztendlich auch ohne Familienstammbaum aufgewachsen ist. Ja. Das prägt. Und insofern hatte ich selbst eigentlich mit Christen nie etwas zu tun gehabt. Für mich waren Christen gleichbedeutend auch Antisemiten. Da mache ich gar kein Hehl draus, denn das wurde uns eigentlich vermittelt. Die, die für Auschwitz verantwortlich waren, waren alles getaufte und konfirmierte Mitglieder einer Kirche. Und es ist ganz interessant, man kann hier in Deutschland aufwachsen und niemals wirkliche, echte Christen kennenlernen. Ja, wir waren Ausländer gewesen, nie kam jemand mal auf die Idee, uns als Kinder einzuladen, da oder dort Gemeinschaft mit uns zu haben. Ja, man war auf Distanz, die Häuser waren zu gewesen und auch das prägte natürlich. Bis eines Tages eben ein enger Freund, mit dem ich heute noch befreundet bin, da bin ich Weihnachten mal eingeladen worden. Das war ein Erlebnis, da war ich vielleicht 11 Jahre alt, zum ersten Mal Weihnachtskekse gesehen. Ja. Oh, das war was. Ja, ich wollte dann auch Weihnachten feiern. Ja. Aber ich habe dann den Beruf eines Handwerkers erlernt, Autoschlosser, damals mit 15 Jahren. Dann bin ich in die Schifffahrt gegangen als Maschinist,
habe dann in der Schifffahrt gearbeitet und im Rahmen der Schifffahrt. Und für mich war es von vornherein klar, dass ich als Handwerker so unterwegs sein wollte. Ich liebte Motoren, ich liebte alles, was mit Maschinen zu tun hat. Das war so meine Welt. Und bis dann ein Umstand da war, dass ich im Ausland ein neues Testament geschenkt bekommen habe. Und durch das Lesen des Neuen Testamentes ich dann sah, erstens, dass Jesus ein Jude ist, was ich nicht wusste. Zweitens, dass das Neue Testament ein jüdisches Dokument, ein jüdisches Literaturstück ist, was ich auch nicht wusste, bis hin zum Stammbaum, wenn man den liest. Ja, alles Juden, deren Namen ich von Kind auf, waren sie mir vertraut, waren sie mir bekannt. Ja. Und so hat das ein Prozess von 1,5 Jahren, 2 Jahren gedauert, bis ich immer mehr Zugang dann auch und auch mehr Verständnis bekommen habe vom Neuen Testament. Dann habe ich auch Christen kennengelernt in Frankfurt am Main. Da bin ich dann in einer christlichen Wohngemeinschaft reingekommen, habe mit ihnen eine Zeit lang gelebt. Sie waren mir ein großes Zeugnis, weil sie teilweise selbst, eine die der Leiterin war selber Jüdin gewesen, die andere, deren Eltern waren im Widerstand zu Hitler gewesen, insofern auch ein großes Lebenszeugnis. Und es hat mich sehr geprägt, dass ich dann erkannte, ja, es gibt Namenschristen, die das Etikett haben von Christen. Und dann gibt es aber auch tatsächlich echte Christen, ja, oder wie die Amerikaner sagen, wiedergeborene Christen. Ja, und so hat das mein Leben radikal verändert, so dass ich nochmal ein Studium gemacht habe, 5 Jahre Theologie und Pädagogik. Da habe ich dann erstmal die christliche Welt kennengelernt. Bis dahin wusste ich gar nicht, was ist katholisch und evangelisch. Ja. Und das war dann auch ein Abenteuer, dann die verschiedenen Facetten des Christentums kennenzulernen. Ich dachte, das Judentum hat schon viele Schattierungen, ja. Aber heute weiß ich selbst, in Israel fast 500 christliche Denominationen, die es in Israel gibt. Allein in der Altstadt von Jerusalem gibt es 76 Kirchen und Denominationen, ja. Und keiner weiß, dass nur hier in Poppenbüttel die wahre Gemeinde sitzt. Deshalb habe ich jetzt ja, also man lernt immer wieder dazu und meine Aufgabe ist, seit vielen Jahren, und da bin ich für die AMCI tätig und bin dankbar, dass ich den Dienst seit vielen Jahren tun kann. Ich möchte eine Brücke immer wieder sein, ein Verständnis für Israel wecken, ein Verständnis auch für die jüdisch-messianische Bewegung, ein Verständnis aber auch für die Kirche, was ihre Wurzeln, nicht nur ihre Wurzeln, sondern auch was ihre Verantwortung gegenüber Israel ist. Und da schließt sich wieder der Kreis, was du sagtest, Michael, dass wir heute uns nicht aus der Verantwortung stehlen können, wenn es beim Thema Antisemitismus, oh, das ist lieb, vielen Dank, wenn es beim Thema, würdest du auf dem Beamer gerade noch zweimal drücken, dass er dann gleich angeht, der rote, ja, ich glaube zweimal, wunderbar, dass wir heute, und das sagen mir Juden, das sagen mir aber auch Christen, die das gesellschaftspolitische, die Entwicklungen in Deutschland, in Europa und weltweit verfolgen, wir haben fast schon eine Entwicklung, wie sie in der Weimarer Zeit war. Das, was heute an Israel-Kritik in den Medien da ist, und das war früher die Judenkritik im Dritten Reich gewesen, in der Weimarer Zeit. Heute ist nicht mehr die Judenfrage die aktuelle Frage, sondern heute ist die Israelfrage die aktuelle Frage. Ich werde Ihnen nachher Zahlen und Fakten nennen und wer etwas zu schreiben hat, machen sich Notizen. Vieles wird vielleicht auch unbekannt sein, aber allein die nüchternen Fakten sprechen eigentlich für sich, wie groß unsere Verantwortung eigentlich war, da ist, dass wir den Mut haben, nicht nur Farbe zu bekennen, sondern auch als Christen letztendlich unsere Verantwortung für Israel in einer Weise wahrnehmen, dass zumindest um uns herum keine schweigende Mehrheit da ist. Vieles lässt sich nur dadurch, kann es sich entwickeln, dass eine schweigende Mehrheit da ist, auch in den Kirchen, in den Gemeinden, in den Freikirchen, da und dort. Und es ist wichtig.
dass das Schweigen besprochen wird. Und damit möchte ich nicht alles rechtfertigen, was in Israel oder was im Judentum oder sonst etwas ist. Nein, aber es geht darum, dass wir letztendlich hier die Form der Kritik, die heute da sind, nehmen Sie nur letzte Woche ja wieder die Berichterstattung über den Gaza. Die Headline war, Israel fliegt in den Gaza ein. Wissen Sie, dass allein in der Nacht vom vergangenen Dienstag auf Mittwoch über 200 Raketen vom Gaza auf das Kerngebiet Israels beschossen wurden? Wo stand das in unseren Medien? Ja. Das heißt, diese einseitige Verurteilung, die da ist, und da müssen wir auch als demokratische Bürger den Mut haben, die Redaktionen, die Fernsehanstalten, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk anzuschreiben, die Fehlermeldung da und dort oder die einseitige Beurteilung darstellen und hier die fehlerhafte Meldung auch beim Thema nennen. Das heißt, wir sind da auch als Bürger herausgefordert, aber letztendlich als Christen auch von unserem Gewissen her, weil wir eine Verantwortung haben. Und so ist hier das auch unser Thema jetzt. Welche Bedeutung hat es, dass es heute wieder Israel gibt? Ja, wir feiern 70 Jahre. Ihr seht Palestinian Post, ja, the State of Israel is born. Das ist hier die Ankündigung gewesen. Damals war alles übrigens Palästina. Ich habe mit alten Juden gesprochen, die noch ihren palästinensischen Ausweis hatten. Es waren arabische Palästinenser, es waren jüdische Palästinenser. Das heißt, das, was heute als Palästina bezeichnet wird, das ist ein eigenes Thema, aber nur zum Verständnis. Ja, das ist die heutige, also der Nachfolger ist die Jerusalem Post. Ja, und Sie sehen hier David Ben-Gurion, ja, und das war so die Erklärung damals, ja, der Staat Israel ist geboren. Und meinen Sie, die Welt hat sich gefreut, 14. Mai 48, Applaus, eine halbe Stunde, nachdem der Staat proklamiert wurde, hat die USA den Staat anerkannt. Aber gleichzeitig ist der Krieg begonnen. Und von 48 an ist eigentlich die Weltöffentlichkeit, der öffentliche Fokus der Welt auf den Nahen Osten gerichtet. Bis dahin waren das vielleicht da oder dort mal kurze Augenblicke, kurze Sequenzen, dass mal auf den Nahen Osten geschaut wurde. Und für Bibelleser bedeutet es, dass sich hier ein Kreis schließt. Nämlich da, wo die Weltgeschichte am Anfang vorhanden war. Hier begann die Weltgeschichte. Sie sehen Euphrat und Tigris. Sie sehen hier das Zweistromland. Und hier begann die Urgeschichte. Hier sehen Sie Ur in Chaldea. Hier ist Abraham berufen worden. Hier ist er mit seiner Familie dann nach Haran gegangen, im türkisch-syrischen Grenzgebiet heute. Und dort ist er dann nach dem verheißenen Land gegangen. Und Gott hat sich hier dieses Landstück erwählt und hat dort Menschheitsgeschichte, nicht also biblische Geschichte, er hat Offenbarungsgeschichte geschrieben. Und nachdem der Staat Israel damals schon von König David gegründet wurde, hat er das umgesetzt, was Gott verheißen hatte, hier den 12 Söhnen Jakobs. Ja? Sie haben das Land bekommen nach den Bundesschlüssen von 1. Mose 15 und vielen anderen Stellen. Und dann ist der Staat entstanden. Und es war ein großes. Und heute sehen Sie den Staat hier inmitten der islamischen Welt, Nahen und Mittleren Osten. Der Staat damals ist gegründet worden, damit die Juden die Offenbarung Gottes, wie wir es auch vor allem im Tenach haben, damit sie hier in der Ordnung Gottes leben. Das war die Zielsetzung. Durch Israel sollte die Welt erfahren, wer der lebendige Gott ist. Und Israel sollte hier in der Heiligkeit Gottes leben und dadurch hatten die
Völker die Möglichkeit gehabt, die Heiligkeit Gottes zu erfahren. Heilig dem Herrn, so stand es auch beim Hohenpriester. Und die gesamte biblische Offenbarung. Wir sehen hier das Nordreich, das Südreich, wir sehen hier die gesamte biblische Geschichte. Und sie spielte eben in Israel ab. Sie spielte sich dort ab, wo die 39 Könige gewirkt haben, wo die vielen Propheten, wo Heilsgeschichte Gottes geschrieben ist. Das, was sie täglich in ihrer Bibel lesen, das hat sich dort in Eretz Israel abgespielt. Insofern ist es nicht nur eine historische Verantwortung, aber vom Geistlichen ist es so, hier hat sich Gott oft geoffenbart. Sie sehen hier die Stiftshütte heute im Negev unten. Ja. Hier stand zum ersten Mal das Zelt der Begegnung. Gott hatte einen Weg gefunden, um mit den Menschen in Kontakt zu treten. Seit den Tagen des Paradieses hatte der Mensch keine Gemeinschaft mehr mit dem lebendigen Gott. Und hier hat Gott die Möglichkeit geschaffen. Und es war seine Souveränität, seine Gnade. In 2. Mose lesen wir, dass Israel das kleinste unter allen Völkern ist. Aber Gott hat sie erwählt, damit durch Israel die Völker gesegnet werden sollen. Das war der biblische Auftrag, das war die biblische Linie gewesen. Und hier hatte das Heiligtum gestanden, ihr seht die Bundeslade. Und als dann später der Tempel errichtet wurde, dann hat Gott Jerusalem erwählt. Es war Gottes Plan gewesen. Hier hat er Jerusalem erwählt, so sieht Jerusalem heute aus. Und dort stand der Tempel. Und die Bibel sagt, dass Jerusalem der Mittelpunkt der Erde ist. Hesekiel 38, der Mittelpunkt der Welt. Die byzantinischen Christen, sie haben auf ihren Weltkarten Jerusalem als Mittelpunkt dargestellt. Es ging nicht von Israel aus. Gott selber hat das Programm entworfen. Wenn das Hamburg gewesen wäre, wunderbar, würden alle Völker nach Hamburg gehen. Ja? Aber es war Gottes Plan gewesen, das Volk zu berufen, ein Volk zu berufen, durch das die Völker der Welt den lebendigen Gott und letztendlich auch die Bibel kennenlernen sollen. Und hier stand der Tempel, so sah der Tempel aus in der Zeit Jesu. So sah der Tempel aus, wo Gott sich Israel geoffenbart hatte, wo die Bundeslade war, wo der Mensch wieder Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott hatte und spätestens an Yom Kippur, wo es auch um die Versöhnung geht, trat der Mensch wieder in Versöhnung mit dem lebendigen Gott. Und so sehen wir Jerusalem als die Stadt des lebendigen Gottes. Und die Probleme, die wir heute haben im Blick auf Jerusalem, ich werde Ihnen nachher noch verschiedene Fakten nennen, sie sind eigentlich ein Hinweis dafür, dass wir jetzt in einer Zeit leben, wo die Völker der Welt, ohne dass sie es wissen, ein Stück weit biblische Prophetie erfüllen. Ich möchte Ihnen 2 Stellen lesen. Zum einen in Zacharja Kapitel 12, da wird ab Vers 1 schon gesagt, das ist die Last. Das ist die Last, eine Formulierung, wie wir sie auch bei Habakuk sehen, das ist die Last, die der Herr ankündigt. Von Israel spricht der Herr, der den Himmel ausbreitet und die Erde gründet und den Odem des Menschen in ihm macht. Siehe, Jerusalem wird zum Taumelbecher zugerichtet für alle Völker ringsumher. Und auch Juda wird's gelten, wenn Jerusalem belagert wird. Zur selben Zeit will ich Jerusalem machen zum Laststein für alle Völker. Alle, die ihn wegheben wollen, sollen sich daran wundreißen. Denn es werden sich, und jetzt achtet, alle Völker auf Erden gegen Jerusalem versammeln. Und dann kommen grauenhafte Ereignisse, die bis Kapitel 14 beschrieben werden. Und es hat fast den Anschein, dass das hier in unserer Zeit jetzt sich zunehmend
verwirklicht. Und ein anderer Hinweis, im Psalm 83, auch da ein prophetisches Wort. Ein prophetisches Wort, das sich in dieser Konzentration noch in keiner Generation hier erfüllt hat. Da heißt es, Gott schweigt doch nicht, Gott bleibt doch nicht so still, bleibt doch nicht so ruhig. Siehe, deine Feinde, sie toben, die, die dich hassen, sie erheben das Haupt. Sie machen listige Anschläge, wider dein Volk, sie halten Rat, wider die, die bei dir sich bergen. Wohlan sprechen sie, lasst sie uns. Und jetzt wird ein Wort gebraucht, das im Dritten Reich gebraucht wurde. Lasst sie uns ausrotten. Es war bei der Judenfrage im Dritten Reich. Ja, die Endlösung der Judenfrage war das Ausrotten der Juden. 6 Millionen. Und hier prophetisch, lasst sie uns ausrotten, dass sie kein Volk mehr sind und dass der Name Israels nicht mehr gedacht werden soll hier auf dieser Erde. Daher, was damals die Judenfrage war, ist heute die Israelfrage. Nur der Diskussionsansatz hat sich etwas verändert. Nur das Endziel der Feinde ist die Auslöschung Israels, so wie damals die Auslöschung der Juden. Und insofern ist das eine sehr brenzlige Situation, in der wir heute stehen. Und ihr seht heute hier Jerusalem, dort hat der Herr gewirkt. Ihr seht Jesus am Kreuz, wir sehen seine gesamte Tätigkeit in Israel und wir sehen, wie er in Jerusalem gekreuzigt wurde. Und Apostelgeschichte 1, wir sehen, wie es heißt, dass er dort auch wiederkommen wird. Und nach Zacharja 14 heißt es, er wird auf dem Ölberg erscheinen. Exakt so wie in Apostelgeschichte 1, jawohl, ihr Männer, was steht ihr herum? Er wird wiederkommen und vom Ölberg wird er rübergehen auf den Tempelberg und von dort aus wird das tausendjährige Reich errichtet werden. Und er sagt auch in den Evangelien, ja, dass er wiederkommen wird, da wo er aufgefahren ist. Was ist mit dem Land geschehen nach dem Wirken Jesu? Da sehen wir es. Die Deportation der Juden 70 nach Christus, dann die endgültige Vernichtung und bis hin, dass der Zugang für Juden in Jerusalem versperrt war, 135 nach Christus, der Bar Kochba-Krieg, führte dazu, dass Juden 2000 Jahre, fast 1900 Jahre in der Diaspora lebten, sich in der ganzen Welt ausbreiteten, überall, Europa, Asien, Afrika, überall. Das war dann letztendlich das Resultat der Vernichtung Jerusalems durch die Römer. In der Zwischenzeit selbst ist der Nahe Osten christlich geworden. Er war nicht immer islamisch. Der Islam ist erst im 6. Jahr, 7. Jahrhundert, Mohammed starb 632 nach Christus, der Begründer. Bis dahin war der gesamte Nahe Osten christlich. Ägypten, Syrien, Türkei, das waren alles christliche Nationen. Ja, heute wissen die Nationen das oft selbst nicht mehr, dass sie einmal christliche Nationen waren. Das großchristlich-byzantinische Reich ist dann im 7. Jahrhundert regelrecht vernichtet worden und an diese Stelle trat hier die islamische Welt. Und dennoch, Gott hat den Bundesschluss deutlich gemacht, den er mit Israel hier beschlossen hat. Ich werde meinen Bund mit dir errichten, Land, Volk und letztendlich auch die Gottesoffenbarung. Sie gehören alle zusammen. Und es gab immer Juden, übrigens auch Christen, die daran festgehalten haben, Juden sind das auserwählte Volk und Eretz Israel ist das Heimatland der Juden für Zeit bis zu seiner Wiederkunft. Und so sagt es auch das Neue Testament. Das Neue Testament sagt hier in der jüdischen Übersetzung Römer 9, ich spreche die Wahrheit als einer, der den Messias angehört, ich lüge nicht, so sagt Paulus es, auch mein Gewissen bezeugt, geleitet vom Ruach HaKodesh, eben den Heiligen Geist. Und das bezeuge ich dem Volk Israel.
Und schaut, sie wurden zu Gottes Kindern gemacht. Die Schechina ist jetzt ganz wichtig. Ihr seht den siebenarmigen Leuchter, wie er brennt. Der stellt die Gegenwart Gottes, die Schechina, dar. Das ist heute auch in der Schabbatlesung, die Schechina Gottes. Das heißt, die Gegenwart Gottes ist mit Israel zu allen Zeiten gewesen. Zu allen Zeiten, in allen Epochen, unabhängig davon, wie stark der Antisemitismus, der Vernichtungswille der Völker gegenüber Israel war. Aber es entspricht dem Willen und letztendlich auch dem Wunder Gottes, dass er bis zum heutigen Tage Israel bzw. die Juden hat am Leben erhalten. Dass heute noch Juden auf dieser Welt existieren, denn wenn es nach den Feinden gegangen wäre, gäbe es heute keinen einzigen Juden auf dieser Erde. Und da sehen wir, Gott hat mit ihnen den Bund geschlossen. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Luther selbst, denen die Kindschaft gehört, die Herrlichkeit, die Bundesschlüsse. Wir können nicht ins Detail gehen, was die Bundesschlüsse bedeuten, aber schaut, nur ganz kurz, dass wir es nochmal uns vergegenwärtigen. Gott hat hier den abrahamitischen Bund geschlossen, die Verheißung. Ihr seid mein Volk und ich gebe euch das Land und Jerusalem ist hier letztendlich die Hauptstadt Israels. Das ist der abrahamitische Bund. Der Tora-Bund mit Mose, wie ihr leben sollt in der Heiligkeit Gottes. Durch euer Leben soll die Welt erfahren, wer der lebendige Gott ist. Von daher die sittliche Ordnung, die moralische Ordnung. Lebt nicht in Polygamie, macht dies nicht, stehlt nicht und. Die Christenheit hat gerade auch durch die Übernahme der 10 Gebote mit dem Tora-Bund partizipiert. Das war der sittliche Kodex gewesen, der heute auch noch jede Zivilisation eigentlich kennzeichnet und der sogar in unser Grundgesetz eingegangen ist. Und dann kommt der Davidische Bund, der deutlich macht, ja, es wird ein neuer Bund entstehen und in diesem neuen Bund ist die Zielsetzung, die, vorher habe ich die Tora euch am Sinai gegeben, dann wird die Tora in euer Herz kommen. Und es wird ein Messias in diese Welt kommen, dessen Ewigkeitslinie von Anfang bis in die Unendlichkeit sein wird. Eine ewige Gotteskönigsherrschaft durch den Messias. Das heißt, wunderbare Zeiten, das ist im Davidischen Bund verheißen. Und Jeremia bringt es dann auf den Punkt, wenn wir heute von der neutestamentlichen Gemeinde sprechen, wenn wir von dem neuen Bund sprechen oder sie im Abendmahl bekennen, jawohl, das ist der neue Bund, den Gott mit uns geschlossen hat. Nach dem Epheserbrief aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Dann ist das die erfüllte Prophetie von Jeremia 31. Das hat sich kein Paulus ausgedacht, als er den Korintherbrief geschrieben hat, sondern es ist die buchstäbliche Erfüllung von Jeremia 31, ich werde einen neuen Bund mit euch schließen und dieser Bund wird die Zielsetzung haben zur Vergebung eurer Sünden und das nicht nur für Israel, sondern eben auch, dass die Völker Anteil haben dürfen an diesem Gnadengeschenk. In Korinther können Sie wenn Sie sehen, der neue Bund in 1. Korinther 7 und 1. Korinther, 11, da sehen Sie das. Ja. Und seht, hier in der Schattierung, hier ist die Gemeinde Jesu. Von daher, Gemeinde Jesu aus Juden und Nichtjuden ist unlösbar mit Israel verbunden. Und wer das leugnet, und wenn auch heute Theologen es leugnen, wenn es an der Gemeindebasis geleugnet wird, was haben wir denn mit Israel zu tun? Sehr oft höre ich, wir sind ja neutestamentliche Christen, wir haben ja mit dem Alten Testament nichts zu tun und mit Israel, lass mich da mal in Ruhe. Ja? Das heißt, wir schneiden uns die Wurzel ab und wir berauben uns einer geistlichen Kraft. Und das ist das Armutszeugnis der Gemeinde Jesu weltweit, die es ignorieren, was eigentlich ihre tatsächlichen Wurzeln sind. Und
Israel selbst inmitten der Diaspora, sie hatten immer Sehnsucht nach Zion. Immer ist es erhalten geblieben und egal in welchen Zeitepochen, ja, man hat auch in den verschiedensten Gebeten an den Feiertagen darum gebeten, wir wollen eines Tages wieder im Land der Väter sein. Und im Blick auf die Kirche, da ist es traumatisch gewesen. Die Kirche wurde zum Albtraum für Israel. In den verschiedensten Epochen, die wir uns vergegenwärtigen, wir können zurückgehen bis ins dritte Jahrhundert, ja, oder nehmen Sie die Frühtheologen Origenes, Augustinus und wie sie alle heißen, ja, Clemens von Alexandrien, oder Sie können im Mittelalter schauen, oder du hast das angesprochen, Michael, ja, wenn Professor Wenks es deutlich macht, dass tatsächlich Luthers Antisemitismus in seiner Theologie begründet ist, dann können Sie das sehen, als junger Professor. Die erste Vorlesung, die er als junger Professor zu halten hat, war über die Psalmen gewesen. Schauen Sie sich die Psalmenvorlesungen an. Und es ist heute falsch zu sagen, wir müssen unterscheiden zwischen einem jungen Luther und einem alten Luther. Ja? Nein, schon in den Psalmenvorlesungen als junger Professor ist ein Antijudaismus vorhanden, der sich durch seine gesamte Theologie hindurchgetragen hat. Aber da können Sie auch alle anderen Reformatoren nehmen, der eine stärker, der andere weniger stark. Und so hat die Kirche, und wenn ich heute auch schaue, wie die Kirche sich gegenüber Israel verhält oder der Ökumenische Rat der Kirchen, ja, dann frage ich mich, wo soll das hinführen? Oder ist es noch immer die Theologie hier, die triumphierende Kirche? Das sind Kulturdenkmäler von vielen, vielen Kirchenportalen. Ja, die Kirche als triumphierende Frau dargestellt und wiederum die Synagoge als erniedrigte, gedemütigte Frau. Und es mündet in die Ermordung von 6 Millionen Juden. Und wenn wir uns vergegenwärtigen, wie die Theologie bis dahin eigentlich aussah, dann ist die Theologie der Judenfrage damals eine äußerst brutale, eine äußerst beängstigende. Und ich hatte immer gehofft, dass wir das heute überwunden haben. Aber es gibt heute noch genügend Theologen, die immer noch daran festhalten, jawohl, Israel ist erstens verworfen. Jetzt erst war vor kurzem ein Professor, der deutlich gemacht hat, innerhalb des Neuen Testamentes finden wir keinen Anhaltspunkt darüber, dass hier, also das Land Israel, in irgendeiner Weise eine prophetische Bedeutung hat. Aber da möchte ich das festhalten, und zwar, wenn ihr hier die Menorah seht, ihr wart sicherlich alle schon mal dort, ja, von einem deutschen Juden errichtet, der sich retten konnte und in England dann tätig war. Und das Herz ist hier das Totenfeld. Und zwar aus Hesekiel 37, ja, ihr seht das. Und hier ist es interessant, und da werde ich Ihnen gleich verschiedene Personen noch zeigen, aber dass wir es uns auch noch mal vergegenwärtigen, nämlich Bibelleser wussten immer, dass eines Tages Israel wieder im Land der Väter sein wird, wiederum, dass von Israel ausgehend die Völker der Welt hier von Neuem gesegnet werden. Da ist es interessant, ganz kurze Auszüge von Hesekiel 37, des Herrn Hand kam über mich, er führte mich hinaus im Geist des Herrn, er stellte mich mitten auf ein weites Feld und das lag voller Totengebeine. Er führte mich überall hindurch, siehe, es lagen sehr viele Gebeine über das Feld hin und siehe, sie waren ganz verdorrt. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, meinst du wohl, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Diplomatisch, wie Hesekiel ist, sagt er, ja, Herr, du weißt es. Ja. Deutsche Mentalität wäre, was kannst du mich sowas fragen? Ja. Oder wie auch immer. Und jetzt heißt es, Weissage über diese verdorrten Gebeine.
Und jetzt ist es wichtig, ja, Gott sagt, ich werde Odem in sie bringen, ich werde sie wieder lebendig machen, ich werde ihnen Sehnen geben, ich lasse Fleisch über euch wachsen. Er gebraucht quasi eine Metapher. Und dann erklärt er aber dieses Bild. Und das ist jetzt wichtig. Ab Vers 11, du Menschenkind, diese Gebeine, und jetzt achtet, sind das ganze Haus Israel. Und Israel spricht, unsere Gebeine sind verdorrt, unsere Hoffnung ist verloren, es ist aus mit uns. Und Gott spricht, siehe, ich will eure Gräber auftun, ich hole euch, mein Volk, aus euren Gräbern und bringe euch in das Land Israels. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne, euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufhole. Ich will mein Odem in euch geben, dass ihr wieder lebendig werden sollt, und ich will euch in euer Land setzen, und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Ich rede es und ich tue es. Ja? Es ist quasi wie ein neuer Bundesschluss, den Gott hier wieder ganz neu macht. Wenn ihr in das Büro von David Ben-Gurion, ihr wart wahrscheinlich mal dort, ja, ins Debocare, ja, in Stebuker, da könnt ihr gegenüber seinem Schreibtisch, hat er dieses Relief, Hesekiel 37, gegenüber gehabt. Und er muss prophetisch, ja, muss er den Eindruck gehabt haben, als 48 der Staat Israel ausgerufen wurde, dass sich das jetzt erfüllt. Und wenn es heißt, ihr sollt erkennen, dass ich euer Herr bin, da müssen wir prophetisch sehen, was in unserer Generation ist. Schaut, der Wachstum der messianischen Bewegung, noch vor 20 Jahren hätte das niemand für möglich gehalten, dass heute weltweit so viele Juden auch ihren Messias erkennen. Und insofern die messianische Bewegung heute eine Dynamik hat, wie es kaum vorstellbar war, und sich auch hier schon ein Stück weit das Hesekiel-Wort 37 erfüllt. Und die Geschichten sind viele, die man hier hören und erzählen könnte, was sich da alles mittlerweile entwickelt. Da gibt es Leute sogar, ja, sie haben Visionen, wir haben Träume, sie haben Erscheinungen und dergleichen, aber eben auch, ja, einer erzählte mir sogar, dass er inmitten des KZs eine Begegnung mit Christus hatte. Unvorstellbar. Ja. All das kennzeichnet, Gott hat immer über sie gewacht. Und es ist eine Gnade. Eine Gnade, dass sie da sind. Und es gab immer Christen, die festgehalten haben am prophetischen Wort und auf der Seite Israels standen. Das ist ein Porträt von August Hermann Franke. Er wusste von der Schrift und hat das dann, er ist als Pädagoge natürlich in die Geschichte eingegangen, aber auch als Theologe ist er einer der wenigen Pietisten gewesen, die einen festen Blick für Israel hatten und wussten, Israel wird wiederhergestellt. Und das hat ihm keiner gesagt. Nein, das hat er aus der Schrift erkannt. Und so waren viele andere Christen, als der erste Zionistenkonferenz in Basel war. Theodor Herzl hätte diesen Kongress überhaupt nicht verwirklichen können, wenn rechts und links von ihm nicht auch so viele Christen an seiner Seite gestanden hätten und ihn dazu ermutigt hätten, auch von der Schrift her. Und so waren auf dem Zionistenkongress viele, viele Christen, der Gründer des Roten Kreuzes zum Beispiel, Henri Dunant, war auch dort. Und viele andere namhafte Personen, die anhand der Schrift am prophetischen Wort festgehalten haben. Und ich glaube auch heute, wer am prophetischen Wort festhält, läuft Gefahr, einsam zu werden. Und Theodor Herzl, ein moderner Prophet, aber er hat einen Freund, ein anglikanischer Priester hier, William Henry Heschler. Er hat ihm die Augen geöffnet. Für die Bedeutung Israels. Er wusste von der Schrift, dass Israel hier prophetische Bedeutung hat.
Und nachher werden wir uns damit beschäftigen, warum denn Israel heute so ein Ärgernis ist. Und viele Fakten, gerade die auch dieses Jahr sich zugetragen haben, in einer Dynamik, wie das niemals vorher war. Hier seht ihr Jung Stilling. Die Berufung Israels zum auserwählten Volk entsprach dem Bundesschluss, den der Allmächtige mit Abraham geschlossen hatte. Und so ist die Sammlung Israels heute ebenso eine Folge des Bundesschlusses. Und die weltweite Sammlung, verschiedene Male wird sie angekündigt, aber wir dürfen festhalten, dass heute der moderne Staat Israels eine prophetische Bedeutung hat. Und die Weltöffentlichkeit wird sich noch stärker, nicht nur im Fokus auf Israel, sondern im Fokus auf Jerusalem konzentrieren. Da werde ich Ihnen nachher noch einige Zahlen nennen. Aber halten wir fest, wir erleben die Geburtswehen seiner Wiederkunft. Er kommt wieder und wir leben in dieser Generation, die hier jetzt diese Geburtswehen erleben. Und im Blick auf Jerusalem ist die Stadt des auferstandenen und wiederkommenden Königs. Halten wir Kurs auf ihn, unabhängig davon, wie die weltpolitische Wetterlage aussieht. Und wir dürfen wissen, auf der einen Seite erfüllt sich prophetisches Wort, auf der anderen Seite aber gehen wir mit großen Schritten der Wiederkunft des Messias entgegen. Ja? Und da dürfen wir als Juden und Nichtjuden uns drauf freuen. Dann machen wir hier weiter. Schön, dass ihr geblieben seid. Sonst heißt es immer, der Prediger hatte fortlaufenden Erfolg. Ja. Wir sind stehen geblieben mit der Perspektive, dass Israel der Ort ist, Jerusalem die Stadt ist, wo der Herr wiederkommen wird, wo der Kreis sich dann schließen wird, wo Gott Heilsgeschichte geschrieben hat. Bis dahin aber müssen wir festhalten, bleibt Israel ein Zeichen des Ärgernisses. Wir müssen uns fragen, warum? Warum sind so viele Nationen, warum sind so viele Weltverbände im wahrsten Sinne des Wortes gegen Israel, übrigens auch Deutschland, wenn es im Blick auf die UN-Resolution geht, ja, ist Deutschland auch immer wieder gegen Israel und erlässt oder nimmt teil an Resolutionen, die gegen Israel gerichtet sind. Da aber noch später. Wir müssen uns fragen, wie das kommt. Israel für heute, heutzutage für viele, das größte Problem der Welt. Dieses Land ist so groß wie Hessen. Ja? Schaut euch mal hier die Karte an. Könnt ihr dieses größte Problem der Welt erkennen? Ja? Wir müssen uns manchmal wirklich fragen, wie es kommt, dass überproportional oft Israel in den Medien der Weltöffentlichkeit steht, obwohl dieses kleine Land gerade mal 6,3 Millionen Juden beherbergt, 2,5 Millionen Araber und Palästinenser, Hunderttausende von Drusen. Dieses Land hat gerade mal etwas über 8 Millionen Einwohner. Und trotzdem schließt sich die Welt zusammen, wenn es gegen Israel geht. Hier ist eine Fotomontage von mir. Eine Fotomontage, wo es eine Boykottbewegung gegen Waren aus Israel geht. Hier eine sogenannte Menschenrechtsgruppe boykottiert israelische Produkte, kauft keine israelischen Produkte aus den sogenannten besetzten Gebieten. Die Fotomontage von mir hier kauft nicht bei Juden. Was hier 2017 war, war leider auch 1937. Hetze gegen Israel, ist das eine Voraussetzung für Frieden? Eben wenn man die Leute hier sich anschaut, und da waren Pastoren dabei, ich hatte verschiedene Auseinandersetzungen, dort hatte ich dann auch Vorträge gehabt. Ja, Alter schützt vor Torheit nicht. Ja. Und die Demonstranten, sie wurden durch die Feuerstürme damals hinweggefegt. Und heute ist die BDS-Kampagne eine weltweite Kampagne,
der Boykottbewegung auf allen Ebenen Israels, ist weltweit und wird auch vom Ökumenischen Rat der Kirchen vehement unterstützt. Ja? Unvorstellbar. Schaut nur einmal, dass wir es uns noch mal vor Augen führen, was vor 10 Jahren war. Vor 10 Jahren waren die weltgrößten Diskussionen gewesen hier in Istanbul, die Türkei. Ja, 2007 treffen sich zumeist muslimische Staatsführer von, und jetzt achtet drauf, von 64 Ländern zur sogenannten El-Quds-Demonstration oder El-Quds-Konferenz. Damals schon in der Türkei, 2007. El-Quds ist der arabische Name für Jerusalem. Die christlichen Staatsführer haben aber 2007 nicht geschlafen. Sie haben sich dann in den USA getroffen, eben am 27.11.2007 aus 49 Ländern. Thema Israel. Und dann? Zeitgleich. Am 27.11.2007 das Treffen der 10 wichtigsten Organisationen, welche die Vernichtung Israels zum Ziel haben. Sie haben sich damals unter der Führung von Ahmadinejad getroffen in Teheran. Und da waren auch christliche Staatsführer zum Teil dabei. Und es ging ausschließlich um eine Welt ohne Zion. Gut, das ist Vergangenheit, 10 Jahre her. Wir kommen hierher, haben heute den Abend, und der Herr Schulz oder eben ich, ja, gebe Ihnen hier Dinge von vor 10 Jahren. Was soll das? Okay, kann ich verstehen. So, was haben wir denn jetzt im Dezember gehabt? Am 6. Dezember 2017, 10 Jahre später, und deswegen habe ich das einmal gezeigt, in einer beispiellosen Dynamik, diese Dynamik noch niemals für irgendein Thema. Bei der Bankenkrise, da hat man schnelle Entscheidungen getroffen. Klar, Europa war betroffen, Weltwirtschaftshandeln, schnelle Entscheidungen. Aber nicht in dieser Konzentration haben Weltorganisationen, egal welcher Couleur, sich miteinander getroffen, um ein einziges Thema zu bewegen, Israel und Jerusalem. Eben nachdem am 6. Dezember 2017 durch Donald Trump die offizielle Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels erklärt wurde, sind am 11. Dezember 2017 die 28 EU-Außenminister zusammengekommen. Ein Tag vorher, am 10. Dezember, die Tagung der Arabischen Liga. Für uns hier im Westen ist die Arabische Liga unbekannt. Wenn überhaupt, nur politisch Interessierte, ja, beschäftigen sich damit. Die Arabische Liga ist ein Staatenbund von 22 arabisch-islamischen Staaten. 22 arabisch-islamische Staaten, und die Verurteilung, die sie hier dann deutlich machen, besteht darin, es wird jetzt ein nie dagewesener Feuersturm hier über Israel entbrechen. Ein Tag später, ihr seht das, 11. Dezember 2017, 28 EU-Staaten treffen sich. Plötzlich hatten sie alle Zeit. Ich verstehe nicht. Kindersterblichkeit weltweit, Hunger und Armut weltweit, Analphabetismus weltweit, Frauenrechte weltweit. Noch niemals sind diese Themen von den Führern der Welt international in dieser Dynamik in den Fokus gerückt worden. Niemals. Wo sind die Feministen weltweit? Menschenrechte, Gutmenschen, die sich für die Entwürdigung der Frauen, die in der islamischen Welt erleben müssen, einsetzen. Stattdessen machen wir Handelsgeschäfte mit Saudi-Arabien. Menschenrechte werden nicht gefragt. Werden die Menschenrechte im Iran gefragt? In der Türkei?
Wir können weiter in den Ostblock gehen. Ist das ein Thema jemals gewesen für die Weltorganisationen der Arabischen Liga oder die 28 EU-Staaten? Lediglich Ungarn, ihr seht das, hat sich dagegen entschieden, Israel zu verurteilen. Wir können weitergehen. Schaut, am 13. Dezember der türkische Staatspräsident Erdogan. Gleichzeitig ist er auch Vorsitzender der Organisation für Islamische Kooperation, OIC. Die Webseite könnt ihr euch anschauen. Ist alles da. Nichts ist verborgen vor unseren Augen. Wir müssen nur den Computer einschalten und auf die Webseite gehen. Und alles ist vorhanden. Er beruft einen Sondergipfel ein. Eben, 13. Dezember. Eine Woche, nachdem Trump hier Jerusalem anerkannt hatte. Und da auf diesem Sondergipfel fassen sie den Beschluss, Jerusalem ist unsere rote Linie. Und wenn wir dann vergegenwärtigen, dass die OIC, der weltgrößte islamische Dachverband von 57 Staaten ist, die 1,3 Milliarden Menschen umfassen, wovon 55 Staaten Israels Existenz nicht anerkannt haben, dann können wir uns vorstellen, was das eigentlich für eine Gefährdung Israels bedeutet. Und hinzu kommt, ist das jemals thematisiert worden, dass die ganzen arabischen Staaten judenrein gemacht worden sind in den letzten 20, 30 Jahren? Da hat eine, im wahrsten Sinne des Wortes, Nakba stattgefunden, eine Katastrophe. Nämlich da, wo Jahrhunderte, zum Teil jahrtausendalte Synagogengemeinschaften da waren, die sind aufgelöst worden, sind vernichtet worden. Die Juden sind ja aus den Ländern rausgeworfen worden und größtenteils hat man den materiellen Besitz da behalten, ohne Entschädigung. Und das heute vor den letzten 20 Jahren. Unvorstellbar. 21. Dezember, die UN-Vollversammlung trifft sich. Dieser Staatenbund umfasst 193 Länder. Sie verurteilen die Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt. Auch Deutschland. Ja. Ihr seht, wie in einer ungewöhnlichen, wirklich sehr, sehr ungewöhnlichen Dynamik, 10 Jahre später, wo 2007 das quasi vereinzelte Konferenzen waren, heute die Völkergemeinschaft weltweit. Und da denken wir, was wir am Anfang gehört haben von Zachariah 12. Alle Völker der Nation, alle Völker der Erde, alle Nationen dieser Erde, alle, und in einem unvorstellbaren Ausmaß ist der Fokus auf Israel, auf Jerusalem gerichtet. Und sowas gab es noch nie, in keiner Generation. Auch, dass die Völker in dieser ja, seltsamen Einigkeit plötzlich sind. Als am 6. April Wladimir Putin, der russische Präsident, Jerusalem als Hauptstadt anerkannte, hat das niemanden interessiert. Ist kaum in unseren Medien präsent gewesen. 6 Monate später hat das Donald Trump gemacht und alles schreit auf. Und plötzlich ist in den Dezember- und in den Januarwochen ein nie geahnter Anti-Israelismus da gewesen mit Demonstrationen, Anschlägen weltweit. Unvorstellbar. Warum hat das im Blick auf Russland hier keinen bewegt? Weil er die Zwei-Staaten-Lösung anerkannte, wie auch Deutschland. Aber Trump hat die Zwei-Staaten-Lösung in Frage gestellt. Und das zu Recht. Denn die Umsetzung der Zwei-Staaten-Lösung bedeutet, dass Jerusalem wieder judenrein wird. Bis 1967 war es keinem Juden genehmigt, beispielsweise an die Klagemauer zu gehen. Bis 1967 war es keinem Juden erlaubt, beispielsweise in seine eigene Heimat im jüdischen Viertel in der Altstadt zu gehen. Zutritt verboten. Bis 1967. Erst nach dem Sechstagekrieg 1967 und der Befreiung Jerusalems von der jordanischen Herrschaft Ostjerusalems
Da hat man den Zugang auch für die Juden eben an die Kotel, an die Klagemauer gemacht, konnte das jüdische Viertel wieder aufgebaut werden und dergleichen. Ihr wart auf dem Ölberg. Wer war? Wart ihr im besetzten Land? Wart an der Klagemauer? Wart ihr im besetzten Land? Ja, besetztes Gebiet. Das ist UN. Das ist EU. Das ist der Konsens der Weltöffentlichkeit. Und wehe, jemand stellt das in Frage. Die Umsetzung würde erneut es bedeuten, dass hier Jerusalem wieder von den Juden befreit wird. Nicht zuletzt am 21. Februar, Papst Franziskus und der türkische Staatspräsident Erdogan treffen sich. Und was bewegt den Vatikan? Die Menschenrechte in der Türkei? Die Menschenrechte in den Ländern der OIC? Nein, die Jerusalem-Frage. Der Papst selbst sagt, es war eine schlechte Idee, so zitiert er es, so sagt er es, ich zitiere ihn da, eine schlechte Idee, Jerusalem anzuerkennen. Es gibt keinen Staat dieser Erde, wo es einem Land nicht erlaubt wird, zu entscheiden, welche Hauptstadt sie haben dürfen. Unvorstellbar. Ja? Und das in einem demokratischen Land hier inmitten unserer Zeit. Insofern weltweite Anti-Israel-Demonstrationen Dezember und Januar. Und es ist erst der Anfang. Es ist der erste Anfang, denn Zion bleibt ein Zeichen des Ärgernisses bis zur Wiederkunft Jesu. Und es ist die Frage an dich und ebenso auch an mich. Sowohl als Nachfolger Jeschuas als auch als demokratische Bundesbürger, bin ich bereit, meinen Mund aufzumachen? Bin ich bereit, gegen diese Formen des Antisemitismus, noch nicht einmal Antisemitismus, sondern gegen diese Formen der Ungerechtigkeit den Mund aufzumachen? Eben Leserbriefe schreiben, sich an die Öffentlichkeit wenden, ebenso auch, so wie du deine eigene Familiengeschichte aufgearbeitet hast, ja, dass man sich auch den Mut hat, innerhalb seiner eigenen Familie, wenn es sein muss, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und da Farbe zu bekennen. Nur durch eine schweigende Mehrheit kann eine Minderheit, die in dieser Weise Israel-Kritik betreibt, agieren und letztendlich die Dinge so in die Welt setzen, wie wir es eigentlich nicht wollen. Daher ist es unsere Verantwortung auch. Und nicht der Krieg in der islamischen Welt. Ja, ich vorstellen, das sind diktatorische Länder, die sitzen im UN-Sicherheitsrat sogar, wo jahrzehntelang Krieg ist. Und sie votieren gegen Israel, können sogar Resolution, können sogar Anträge für Resolution einreichen, die dann auch noch angenommen werden. Und es gibt kein Land dieser Erde, das mehr an Resolutionen von Seiten der UN erleben musste als Israel. Unvorstellbar. Die Existenz des Staates Israels spaltet die Welt. Und wir müssen sehen als Gläubige, es ist ein geistlicher Kampf. Der Staat Israel steht in der Kontinuität des biblischen Staates Israel. Das Volk der Juden steht in der Kontinuität des biblischen Volkes der Juden. Die hebräische Sprache steht in der Kontinuität der biblischen Sprache. Und wir erleben die Geburtswehen seiner Wiederkunft, denn der Herr kommt wieder und Israel wird ausrufen, Baruch haba b'shem Adonai. Und so wird das im Lukas-Evangelium 13 schon mitgeteilt. Das sind die Geburtswehen und von daher, geistlich dürfen wir sehen, Gott verändert die Verhältnisse. Und der Nahostkonflikt oder der Krieg, er kann letztendlich nicht durch menschliche Ideen gelöst werden. Jede Form der Rationalität hört auf. Und hier erfüllt sich auch das Prophetenwort von Zacharja 12. Wenn es heißt, die Völker sind trunken im Blick auf Jerusalem, da wird ein Wort gebraucht. Es ist wirklich rational. Sie haben ihren Verstand regelrecht
benebelt, ja, wie ein Betrunkener, ja, der rational nicht mehr vernünftig ist. Und das ist es ja heute. Und war es denn im Dritten Reich nicht auch so, in der Weimarer Zeit? Die Menschen waren betrunken, im wahrsten Sinne des Wortes, in ihrem Hass auf die Juden. Und oft ja in ihrer eigenen Familie, in den Vorfahren. Ja, trunken. Die Juden sind unser Unglück. Es musste schon ein Professor von Berlin sein, eben Professor Treitschke, ja, der diesen Satz auf diese Parole brachte. Die Juden sind unser Unglück. Und heute, Israel ist unser Unglück. Und heute sagt das nicht einer, heute sagen es die Völker, sagen es die Verbände, die Weltorganisationen, immer mehr. Und daher, nur Gottes Handeln wird Israel und dem Nahen Osten Frieden bringen. Und wir dürfen durch Reisen, aber eben auch durch die Fürbitte, wie es Benjamin Berger von der Christ Church einmal sagte, die Gläubigen Christus sind die einzigen, die vor Gott stehen können in ihren Gebeten, in ihrem Dienst für Israel, so wie ihr das auch tut als christliche Israel-Freunde Norddeutschlands. Auch die Tagungen, die da waren, das sind ja Bekenntnistagungen inmitten auch einer lutherischen Kirche, wo der Weltverband der lutherischen Kirche so anti-israelisch ist, das ist ein Bekenntnis. Und da bedeutet es, Mut zu haben. Und es ist wichtig, heutzutage Mut und schauen Sie, beten Sie, wo Sie sich engagieren können, dass Sie auch in Ihren Gebetskreisen da oder dort Bekenntnisveranstaltungen machen. Da spielen die Zahlen keine Rolle. Ja. Elia hatte auch gedacht, er ist alleine und Gott hatte so viele andere noch gehabt. Ja. Die Zahlen spielen keine Rolle. Ich habe Gebetskreise für Israel kennengelernt, die sich seit Jahr und Tag mit 3-4 Leuten treffen. Ja, wunderbar. Aber diese 3-4 Leute sind nicht nur um Israel willen gesegnet, sondern sie sind auch ein Segen für ihre Gegend, für ihre Kirche, für ihre Gemeinde da und dort. Und was ebenso wichtig ist, dass man sich vernetzt. Was können wir tun? Damit komme ich zum Abschluss. Patenschaften, Fürbitte. Ja, heute sind auch verschiedene Gebetskreise miteinander zusammen, dass man sich miteinander vernetzt, dass man umeinander weiß. Ja, dass wir in der Fürbitte stehen. Jeder hat Kontakte nach Israel oder zum Juden oder auch zur messianischen Bewegung. Ja, dass man diese Informationen weitergibt. Dass man hier natürlich auch spendet, das ist auch wichtig. Ja, aber eben die persönlichen Kontakte. Ja, als in Hamburg vor 10 Tagen, Hamburg trägt Kippa. Ich weiß nicht, wer von Ihnen auf der Veranstaltung war. Am Grindel, aber es ist ein wichtiges Bekenntnis gewesen, auch hier in dieser Stadt, Solidarität zu zeigen, jawohl. Und ich habe mich gefreut, gut, das Abendblatt hat ein bisschen übertrieben, was die Teilnehmerzahl betrifft. Ich habe, schätze, waren 80 bis 100 Leute da gewesen, aber ich habe mich darüber gefreut. Ja? Als 2014 im Rahmen des Gazakrieges ja, die Anti-Israel-Demonstrationen so groß waren, dann waren auf der Kennedy-Brücke eine Handvoll Leute gewesen, ja. Waren keine 100, 20, 30. Ja. Insofern heute die 100, das ist schon ein Bekenntnis. Ja. Und so auch in ihren Kirchen, in ihren Gemeinden, wenn sie den Eindruck haben, ja, die Gemeinde ist taub, möchte gar nichts wissen. Nein, bleiben Sie dran. Bleiben Sie dran, bleiben Sie kontinuierlich. Insofern, Öffentlichkeitsarbeit ist ganz, ganz wichtig. Ja. Haben Sie den Mut, in Ihren Gemeinden, aber eben auch als demokratische Bürger, den Mund aufzumachen. Man setzt sich in die Brennnessel, ohne Zweifel. Die Kritiker, die sind da. Aber das ist unsere Verantwortung. Und ich glaube, da wo das Schweigen größer wird, spürt man dann im Herzen schon wieder eine Chance versäumt zum Bekenntnis. Und beten wir, dass es an der Stelle nicht zur Sünde wird. Ja. Nicht zur Sünde wird, weil das Schweigen größer war als das, was wir hätten tun können. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und so segne euch der Herr im Namen Jeschuas. Und weitere Veranstaltungen könnt ihr ebenso hier auf der Homepage sehen, beziehungsweise nicht Veranstaltungen, Themen. Und jetzt wollen wir die Zeit noch nutzen für Fragen.
Jurek, erstmal herzlichen Dank.